Ja, in dieser Maschine schätze ich, dass ich sehr kletterähnliche Bewegungen machen kann. Sei es bei rückwärts oder vorwärts hocken. Oder halt auch so mit einem Arm, wie ich das oftmals an der Wand muss, mit einem Arm blockieren und mit dem anderen halt, also mit dem Körper stabil bleiben und mit dem anderen Arm arbeiten. Und dass ich halt wirklich bis abends in die Einstellungen kann, Bewegung ausführen kann. Dadurch, dass ich in die Sitzposition wechsle, habe ich nachher auch verschiedene Belastungen im hinteren oder im oberen Rücken. Und so kann ich richtig hinten runterziehen oder vor runterziehen und bin sehr flexibel.